Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wir haben ein hervorragendes Arbeitsergebnis vorgelegt in dieser Legislaturperiode und schon davor. Die Menschen vertrauen uns auch deswegen, weil wir den Menschen etwas zutrauen. Und, meine Damen und Herren, das ist der wesentliche Unterschied zwischen uns und Ihnen, Kolleginnen und Kollegen der SPD. Sie haben ein anderes Menschen- und ein anderes Gesellschaftsbild. Das betrifft die Bildungspolitik im Allgemeinen, aber auch Ihr Konzept zum Ganztag im Besonderen. Dass Sie heute einen solchen sportlichen Kurswechsel hier vorgelegt haben, das hat der Kollege Wagner eben gerade brillant herausgearbeitet, finde ich bemerkenswert. Deswegen herzlichen Dank für diesen Setzpunkt. Gelegenheit gibt es, da noch einmal über Ihre Geisteshaltung zu sprechen, über das, was Sie so in der Welt erzählen und was Sie eigentlich vorhaben. Nämlich, da gibt es ein riesengroßes Delta. Getreu dem Motto, wir erzählen mal das eine, machen hinterher das andere, weil wir möglicherweise in der Realität eine andere Situation vorfinden. Also, veräppeln Sie die Leute nicht, erzählen Sie denen keine Geschichten, sondern bleiben Sie aufrecht und ehrlich. Ja, meine Damen und Herren, die Eltern sind immer mehr voll berufstätig. Das ist so. Ja, der Wunsch auf ganztägige gute Betreuung nimmt zu. Genau deswegen haben wir die verlässlichen Schulzeiten eingeführt. Genau deswegen haben wir den Pakt für den Nachmittag geschmiedet. Und genau deswegen gehen wir diesen erfolgreichen Weg auch weiter. Klar ist aber auch für uns, ganztägige gute Betreuung und ganztägige gute Beschulung sind keine Frage für ideologische Grabenkämpfe. Das gehört sich nicht, das ist auch der Sache nicht dienlich. Aber genauso klar sage ich hier vor diesem Rednerpult ist auch, dass es keine Zwangsganztagsbeschulung mit uns geben wird und nicht geben darf, weil die Menschen in diesem Land etwas anderes verdient haben. Primat unserer Politik, das betrifft auch die Bildungspolitik, ist es, mit den Menschen zu arbeiten. Und die Wahlfreiheit der Eltern ist für uns ein hohes Gut. Dazu gehört auch, dass den Kindern Raum und Zeit eingeräumt wird, nach der Schule, außerhalb der Schule, Aktivitäten in Feuerwehr, in Sportvereinen, in Musikvereinen und darüber hinaus zu gestalten. Wir setzen uns für Vielfalt von freiwilligen, offenen, teilgebundenen und gebundenen Schulangeboten ein, mit den Partnern, mit den Vereinen und mit der Region vor Ort. Das ist für uns ein schlüssiges, ein konzises Konzept, und da werden wir auch daran festhalten. Deswegen, das Hochlied auf den Pakt für den Nachmittag will ich jetzt mit weiteren Strophen hier versehen. Der Pakt für den Nachmittag ist genau das, was ich eben gerade geschrieben habe, mit den Menschen, mit der Region, mit den Vereinen und bedarfsorientiert und freiwillig. Das größte Programm des Ganztagsschulausbaus, das es jemals in Hessen gab. Deswegen ist auch dieser Pakt für den Nachmittag ein solches Erfolgsprogramm. Ich sage, dieser Pakt für den Nachmittag ist ein Hit, der im Koalitionsvertrag auf Bundesebene Niederschlag gefunden hat. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Mittlerweile drei Viertel, 75% aller Schulträger sind im Pakt mit dabei. Zum Schuljahr 2018/2019 kamen vier neue Schulträger hinzu. Das sind in der Tat 42 zusätzliche Schulen. Da sind wir stolz drauf, da freuen wir uns drüber. Alleine hier, nur im Bereich des Paktes, sind 530 Stellen, Lehrerstellen verortet. Da sind sie gut aufgehoben. Das war genau unser Ziel, dass das so kommt. Und deswegen will ich es noch einmal unterstreichen. Kollege Wagner hat das dankenswerterweise schon einmal sehr, sehr deutlich dargestellt. Der Pakt für den Nachmittag ist das, was der Rechtsanspruch
der auf Bundesebene bis 2025 vorgegeben worden ist, von uns bereits gelebt wird. Wir sind mit dem Pakt für den Nachmittag die Speerspitze des Rechtsanspruchs, meine Damen und Herren. Und da reden wir mal drüber. So, und da gibt es viele Kooperationspartner. Da freuen wir uns darüber. In der Entwicklung der ganztätig arbeitenden Schule hat sich nämlich hessenweit eine beeindruckende Kooperationslandschaft herausgearbeitet. Ich gebe Ihnen sehr ans Herz dieses Kompendium. Hier ist einmal dargestellt, was wir leisten. Hier sind über 30 Kooperationspartner gelistet, die mit den Schulen, mit der Region, mit den Kommunen zusammenarbeiten und das aus gutem Grund tun. Von A bis Z, von der Arbeiterwohlfahrt über die Caritas Hessen, den Landesfeuerwehrverband, den Landessportbund, DLRG, den Verband der Musikschulen, alle sind mit dabei. Und das ist kein Zufall. Ich sage Ihnen, weswegen es kein Zufall ist. Die Kooperationspartner sehen durch die Öffnung in den Nachmittag nämlich die Chance, die bewährten Angebote auch in Schulen zu etablieren, und zwar in allen Bereichen, die ich eben gerade dargestellt habe. Und deswegen bleibt es dabei. Wir haben mittlerweile 70% aller Schulen mit einem Ganztagsangebot ausgestattet. Das sind 1.155 Schulen von ca. 1.800 Schulen, die mit dabei sind. Jetzt will ich Ihnen eins sagen, Herr Kollege Degen. Sie als angebliche Vordenker der Ganztagsbeschulung, der Ganztagsbetreuung. Als wir die Regierung übernommen haben, hatten Sie 138 Schulen. 138 Schulen. Wir haben diese Zahl verneunfacht. Verneunfacht. Mit Ihrem Mickey-Maus-Programm, das Sie seinerzeit hatten, brauchen Sie uns nicht durch die Kurve zu kommen. Wir haben, der Kollege Wagner hat es gesagt, von dem Profil 1 bis zum Profil 3 von dem Pakt für den Nachmittag für alle was dabei mit knapp 3.000 Stellen und alle Anträge, sei es Profil 1, Profil 2 oder 3, wurden genehmigt. Anders kann es auch nicht sein. Und ich musste am Montag, als wir beim Verband der hessischen Unternehmer zusammenstanden und Sie Ihr Wahlprogramm vorgestellt haben, dann schon etwas schmunzeln. Sie haben wörtlich gesagt, es reicht uns nicht, dass alle Anträge genehmigt werden. Also noch einmal zum Mitschreiben. Es reicht uns nicht, dass alle Anträge genehmigt werden. Ich habe erst gesagt, das sollte ein Witz werden, aber so richtig klar ist mir nicht, wo die Pointe an der Stelle liegt. Unsere Logik ist, mehr als alles, was beantragt wird, zu genehmigen, geht eigentlich nicht. Aber Sie können mir da Ihre Mathematik und Ihre Logik gleich noch einmal darlegen. Deswegen die Prinzipien Angebotsvielfalt, Wahlfreiheit, Bedarf und flächendeckende, bedarfsorientierte Versorgung, das sind für uns die Maximen unserer bildungspolitischen Ansätze. Wir unterstützen auch die Schulträger über das Kommunale Investitionspaket 1. KIP 2 macht Schule mit dem Digitalpakt. Deswegen vertrauen uns die Menschen in diesem Land, weil sie sehen, wir haben eine Idee, die wir ehrlich klar kommunizieren und die wir auch umsetzen. Und so gehört sich das. Und eine Frage noch an den Kollegen Degen. Vielleicht kommen Sie noch einmal nach vorne. Wollen Sie eigentlich die Schulträger abschaffen? Das schwingt immer so ein bisschen mit. Dann kommt hier die Kollegin Faulhaber, die erzählt, hier brechen die Schulen zusammen. Jetzt ist sie ja leider nicht mehr da. Ich würde immer, bitte um Nachsicht, Frau Kollegin. Ich würde von Ihnen gerne einmal wissen, welche Schulen konkret jetzt zusammengebrochen sind. Sie hat mir ja keine Gelegenheit gegeben, die Zwischenfrage zu stellen. Also, wenn Sie von dort oben hier noch einmal runterkommen würden, mir erklären, an welcher Stelle die Schulen zusammengebrochen sind. Das finde ich eine spannende Sache. Also, Strich drunter. So viel Geld. So viele Unterrichtsstunden, so viele Stellen, so viele Lehrer, so wenig Schüler ohne Abschluss wie nie zuvor, so wenig Schüler ohne Abschluss wie in keinem anderen Bundesland, bei gleichzeitig so viel Ganztagsangebot wie noch nie zuvor. Meine Damen und Herren, Strich drunter, der Bildungsfinanzbericht gibt uns ein exzellentes Zeugnis, die höchsten Investitionen aller Flächenländer in Bildung mit 1.500 €. Das ist exzellent. Magna cum laude. Diese Politik setzen wir fort.
Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. – Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte sehr. 100%. Viel mehr, viel mehr. Aber das ist jetzt gerade nicht unser Thema. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, ich hatte eigentlich erwartet, die SPD würde ihren letzten parlamentarischen Setzpunkt vor der Landtagswahl für ein Thema nutzen, bei dem sie sich besonders scharf von der Landesregierung abgrenzen könnte, also für das Austragen irgendeiner grundsätzlichen Kontroverse. Ich bin ausdrücklich positiv überrascht, denn dafür eignet sich das Thema Ganztagsschulausbau eigentlich nicht. Jedenfalls dann, wenn Sie den ersten Punkt Ihres Antrags ernst meinen, indem Sie schreiben, Sie wollten die Wahlmöglichkeiten der Eltern stärken. Denn das ist es, worum es uns beim Ausbau der Ganztagsangebote geht, um eine Vielfalt von Angebotsformen, in denen man auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schulgemeinden vor Ort reagieren und eine möglichst weitgehende Wahlfreiheit der Eltern verwirklichen kann. Und ich wiederhole ausdrücklich, was ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt habe. Wir tun das ohne jede Diskriminierung oder Bevorzugung einer bestimmten Angebotsform, und das gilt explizit auch für die gebundene Ganztagsschule. Es ist schon ein paar Mal statuiert worden, ich sage es aber gerne noch einmal, ich habe auch noch etwas hinzuzufügen, kein Antrag auf Einrichtung einer gebundenen Ganztagsschule, der fachlich sauber begründet war, ist in den letzten Jahren vom Kultusministerium abgelehnt worden. Keiner. Aber wir zwingen sie eben auch keiner Schulgemeinde auf. Jetzt habe ich noch speziell etwas hinzuzufügen zum Abgeordneten Degen. Ja, natürlich arbeiten wir mit Stellenkontingenten. Wie sollen wir es denn auch sonst machen? Das hat der Abgeordnete Wagner schon im Detail ausgeführt. Aber die Profil 3-Schulen, die gebundenen Ganztagsschulen, die liefen immer extra. Das wissen die Schulträger auch. Dafür haben wir einen extra Topf zwischenzeitlich eingerichtet. Wir haben immer mit den Schulträgern kommuniziert und haben gesagt, wenn ihr eine gebundene Ganztagsschule einrichten wollt, und die Schulgemeinde das natürlich auch vor Ort will, dann werden wir das möglich machen. Auch notfalls außerhalb dieses Stellenkontingentes. Es war aber am Ende gar nicht erforderlich. Wir haben das innerhalb des Stellenkontingentes erreichen können. Aber wenn es da draußen wirklich irgendeine Schule geben sollte, die gebundene Ganztagsschule werden wollte, wo der Schulträger wollte und mitgetragen hätte, dass sie gebundene Ganztagsschule wird und die den Antrag bei uns nicht eingereicht hat, dann hat uns da draußen irgendjemand nicht zugehört, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich das Volumen anschauen, das wir dafür bereitgestellt haben, das Volumen, das wir insgesamt haben, indem wir natürlich auch diese ganzen Profil-3-Anträge untergebracht haben, dann muss ich Ihnen sagen, Herr Kollege Degen, also die 50 Ganztagsschulen, die Sie jetzt in dem Hessenplan ankündigen und versprechen, die hätten wir auch noch geschafft. Meine Damen und Herren, ja, weil die Anträge nicht da waren. Das ist ja der Punkt. Weil die Anträge nicht da waren, weil die Wünsche nicht da waren, weil die Möglichkeiten vor Ort vielleicht nicht da waren. Aber es lag nicht an uns. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, das gebe ich zu. Das war bisher nicht Bestandteil der Politik, die wir gemacht haben. Meine Damen und Herren, will ich aber auf, lassen Sie mich aber auf den Punkt kommen, der eigentlich im Fokus des Antrags der SPD steht. Wir können uns gerne hinter dem Grundsatz versammeln, dass wir einen weiteren Ausbau der Ganztagsangebote im Einklang mit dem gesellschaftlichen Bedarf befürworten und voranbringen wollen. Wir begrüßen auch die Bemühungen der Bundesregierung, Kommunen und Länder bei der Entwicklung eines solchen bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebots für Kinder im Grundschulalter zu unterstützen. Und dazu gehört ausdrücklich auch die Schaffung und Umsetzung des entsprechenden Rechtsanspruchs. Ich muss das auch begrüßen. Ich habe es ja selber mitverhandelt, meine Damen und Herren. Aber, da kommen wir dann natürlich auch wieder zu den Unterschieden, die Politik, die wir in den letzten 5 Jahren betrieben haben, die ebnet doch gerade den Weg dafür, dass wir diesen Rechtsanspruch 2025 werden verwirklichen können. Wir haben den zusätzlichen Ressourceneinsatz für den Ausbau der Ganztagsangebote erst verdoppelt, den jährlichen zusätzlichen Einsatz erst verdoppelt und dann verdreifacht. Wir haben heute fast 3.000 Lehrerstellen nur dafür im Einsatz. 42% davon sind an den Grundschulen. Der Anteil der ganztägig arbeitenden Grundschulen ist in den letzten 5 Jahren von 38 auf 58% gestiegen, also um 20 Prozentpunkte. Jetzt können Sie einfach hochrechnen. Wenn wir einfach nur in diesem Tempo weitermachen würden, dann wären wir 2025 rechnerisch schon fast am Ziel.
Aber es geht ja, das unterstreiche ich ausdrücklich, nicht nur um die Quantität. Aber auch in der Qualität spielt auf diesem Weg unser Pakt für den Nachmittag natürlich eine wesentliche Rolle. Durch ihn sind wir in Hessen ein gutes Stück weiter als andere Bundesländer, und zwar sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf etwas hinweisen, was, glaube ich, draußen etwas weniger bekannt ist. Das Bundesfamilienministerium hat unter sozialdemokratischer Führung, das ist ja schon ziemlich lange, schon in der letzten Legislaturperiode ein Gutachten bei der Technischen Universität Berlin in Auftrag gegeben, um prüfen zu lassen, wie ein Rechtsanspruch für Grundschulkinder geschaffen und ausgestaltet werden könnte. Und im Juni 2017 hat der Kollege Prof. Münder sein Gutachten mit dem Titel „Bedarfsdeckende Förderung und Betreuung für Grundschulkinder durch Schaffung eines Rechtsanspruchs“ vorgelegt. Und was schlägt er darin vor? An den 5 Schultagen könnte für alle Kinder eine Betreuungs- und Förderungszeit von insgesamt 3 Stunden inklusive einer Stunde Betreuung über Mittag einschließlich eines Mittagessens vorgesehen werden, ergänzend zur Unterrichtszeit. Und bei Bedarf sei außerdem für einen Teil der Kinder eine darüber hinausgehende Förderung im Umfang von weiteren 3 Stunden rechtlich vorzusehen. Meine Damen und Herren, das ist ziemlich genau das, was wir hier in Hessen mit dem Pakt für den Nachmittag bereits umsetzen. Denn da gibt es auch in aller Regel ein kurzes und ein langes zeitliches Modul. Da gibt es eine Ferienbetreuung. Und das wird auf alles von den Eltern für ihre Kinder sehr gut angenommen. Und im Übrigen schlägt dieser Gutachter, das will ich nur nebenbei bemerken, auch entsprechend der in den Kitas gängigen Praxis vor, bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs eine pauschalierte Kostenbeteiligung nach dem hier wohl bekannten und jetzt ja schon mehrfach zitierten Sozialgesetzbuch 8 vorzunehmen. So viel zum Thema Gebührenpflicht, meine Damen und Herren. Also, soweit man das aus heutiger Sicht beurteilen kann, sind wir selbst nach Ansicht des sozialdemokratisch geführten Bundesfamilienministeriums mit unserer Politik des Ganztagsausbaus auf einem sehr guten Weg. Aber mehr kann man zu dieser Umsetzung eben auch noch nicht vernünftig sagen. Meine Damen und Herren, die Prozesse laufen. Wir haben das im Juni in der Kultusministerkonferenz mit der Bundesbildungsministerin erörtert. Die Jugend- und Familienministerkonferenz hatte das im Mai zum Thema. Und am 25. September, also in 2 Wochen mehr oder weniger, wird zum ersten Mal die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter zusammentreten. Aber da gibt es halt noch eine ganze Reihe von Fragen. Wofür genau werden die Investitionen des Bundes zur Verfügung stehen? Wie werden sie abgewickelt? Wer nimmt die Verteilung vor? Orientiert man sich an dem ehemaligen Bundesprogramm von 2004 bis 2009? Und vieles mehr. Ja, das ist alles Technik. Und natürlich ist die politische Grundsatzentscheidung das Primäre. Aber auch über die Technik muss man mal reden, bevor man in die Umsetzung einsteigen kann. Es macht keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwelche konkreten Planungen im luftleeren Raum machen und nachher wird mit den anderen 15 Ländern, die ja auch noch mitzusprechen haben, und mit dem Bund möglicherweise etwas ganz anderes verabredet. Und außerdem, das will ich nur ganz nebenbei bemerken, brauchen wir dafür auch noch eine Grundgesetzänderung, aber nicht eine Abschaffung des gar nicht existierenden Kooperationsverbots, wie es der Antrag hier fordert, sondern einfach nur die, die im Koalitionsvertrag in Berlin verabredet ist. Das wird auch noch schwer genug, aber das wird nicht an Hessen scheitern, meine Damen und Herren. Ich spare mir jetzt mit Blick auf die Zeit die Hinweise auf unsere diversen kommunalen Investitionsprogramme, mit denen wir die Schulträger schon in dieser Legislaturperiode in nie gesehener Weise unterstützt haben. Und die, das kann man ja auch überall sehen, mittlerweile ihre Früchte tragen. Denn da versteht sich ja von selbst, dass die Opposition nach dem bewährten Muster verfährt, darf es noch ein bisschen mehr sein. Ich stelle daher nur abschließend fest, wir sind im Grundsatz gar nicht so weit auseinander. Aber wir haben eben auch schon viel getan. Wir sind auf einem guten Weg schon gut vorangekommen. Und wir wollen und werden ihn weitergehen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl. Vertrauen Sie denen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, wie man auf einem solchen Weg gut vorankommt, oder glauben Sie irgendwelchen vagen Versprechungen, nach denen alles noch viel besser sein könnte. Der 28. Oktober wird es zeigen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kultusminister, ich wüsste nicht, warum die Menschen in Hessen, wenn es mit 19 Jahren CDU-Regierung nicht geklappt hat, jetzt darauf vertrauen sollten, dass sie endlich vorankommen mit echten Ganztagsschulen in Hessen, meine Damen und Herren. Und ich kann ja
Ich kann ja verstehen, dass die schwarz-grüne Mehrheit angesichts ihres drohenden Machtverlusts versucht, die Sozialdemokratie, vor deren Wiedererstarken der Ministerpräsident ja warnt, die zu vereinnahmen und als Kronzeuge zu missbrauchen für ihre falsche Politik, meine Damen und Herren. Aber Sie machen zwei entscheidende Fehler. Der erste ist, und mea culpa, ich gebe zu, wie unser Ziel ist, und das kann ich hier richtigstellen, 50 echte Ganztagsschulen pro Jahr. Es waren noch 100 vor 5 Jahren, das gebe ich zu. Wir haben unser Ziel reduziert, und ich sage Ihnen auch weshalb. Weil die schwarz-grüne Mehrheit und Regierung versäumt hat, ausreichend Lehrkräfte auszubilden für unsere Schule, und weil der Lehrermangel so massiv ist, dass wir doch in unseren Ambitionen gar nicht so vorankommen, wie wir wollen, meine Damen und Herren. Das ist das eine. Das andere ist, Kollege Wagner, der entscheidende Unterschied ist, wenn wir reden von echten Ganztagsschulen. Und echte Ganztagsschulen heißt gebunden oder teilgebunden, weil nur in dieser gebundenen und teilgebundenen Form echte Chancengleichheit gewährt werden kann, weil nur dort durch die Rhythmisierung neue Möglichkeiten sind, einfach um Schule gut zu machen, um eine neue Lernkultur zu verankern. Und der Unterschied ist, Kollege Wagner, wir wollen, dass diese Schulen, gerade auch Grundschulen bis 14:30, dass Grundschulen bis 14:30 gebunden, teilgebunden arbeiten können, um diese neuen pädagogischen Möglichkeiten zu nutzen. Das, was Sie gemacht haben, ist, Betreuung anzubieten, weil Ihr Koalitionspartner, Herr Wagner, sich weigert, irgendetwas voranzubringen, was in Richtung teilgebunden oder gebunden geht. Ich weiß, Sie sehen das persönlich anders, aber wir wollen, und das haben wir schon deutlich gemacht, 7 Zeitstunden am Tag gebunden, teilgebunden ermöglichen, und dann kommen wir da auch voran. Und letzter Punkt zu den Anträgen. Es werden doch deswegen keine Anträge gestellt, und auch die Schulträger können gar nicht alle Anträge von Schulen weitergeben, weil die baulichen Voraussetzungen fehlen. Und da müssen wir doch sagen, wenn wir als Land wollen, wir wollen mit der Ganztagsverschulung vorangehen, müssen wir doch auch das Land unterstützen, müssen wir doch auch die Kommunen, die Schulträger unterstützen, hier die baulichen Voraussetzungen zu haben. So wie es Gerhard Schröder schon 2002 mit seinem Ganztagsprogramm im Bund gemacht hat, müssen wir hier weiter vorangehen, meine Damen und Herren. Und das ist unser Ziel. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was man schwarz auf weiß hat, darüber muss man ja nicht streiten. Ich habe mir aufgerufen, den Hessenplan Plus von Thorsten Schäfer-Gümbel, Landes- und Fraktionsvorsitzender der hessischen SPD und Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl. Dort heißt es auf Seite 13, zweiter Spiegelstrich, wir bauen echte Ganztagsschulen massiv aus, 50 neue Ganztagsschulen in den nächsten 5 Jahren. Das ist eindeutig, Herr Kollege Degen, 50 Schulen in 5 Jahren. 50 Schulen in 5 Jahren und nicht 50 Schulen pro Jahr. Hier steht es schwarz auf weiß drin. An dem Hessenplan Plus wurde ja lange und intensiv gearbeitet, hat ja auch lange gedauert, bis er veröffentlicht wurde. Deshalb ist es mit Sicherheit kein redaktioneller Fehler, sondern Sie meinen das genau so, wie es Ihr Spitzenkandidat in seinem Hessenplan Plus niedergelegt hat, Herr Kollege Degen. Ihr zweiter Redebeitrag hat es nicht besser gemacht. Sie wollten mit diesem Antrag rechtzeitig vor der Wahl die vollmundigen Versprechen aus den letzten 5 Jahren korrigieren. Sie hatten die Hoffnung, es merkt keiner. Aber wir haben es gemerkt, Herr Kollege Degen. Wir haben es gemerkt. Sie haben wenige Tage vor der Wahl entdeckt, dass die Forderungen der Sozialdemokratie, die sich auf mittlerweile über alle Themenbereiche fast 4 Milliarden € summiert haben, nicht finanzierbar sind. Nicht finanzierbar sind. Und deshalb wollten Sie kurz vor der Wahl jetzt mal etwas Schriftliches hinterlegen, dass Sie es gar nicht so meinen.
Und das haben wir gemerkt, Herr Kollege Degen. Sie meinen es nicht so mit dem, was Sie die letzten 5 Jahre zum Thema gebundene Ganztagsschulen erzählt haben. Da sollen es jetzt 50 in 5 Jahren sein. Da hat der Kultusminister völlig zu Recht darauf hingewiesen. Das ist völlig unambitioniert angesichts des Ausbautempos, was diese Koalition bislang vorgegeben hat. Und Sie wollten, weil das Ihnen ja noch nicht reicht an Kurskorrektur, gleich noch einmal mitkorrigieren, was Sie für die Grundschulen vorhaben. Da haben Sie über 5 Jahre kritisiert das Konzept dieser Koalition für den Pakt für den Nachmittag, um jetzt wenige Tage vor der Wahl zu erklären, Sie wollten es so machen wie im Bund. Und dann hatten Sie jetzt die Hoffnung, wenn Sie auf den Bund verweisen, dann guckt da keiner so genau hin, was der Bund eigentlich machen will. Wir haben genau hingeguckt, Herr Kollege Degen. Der Bund will eben nicht gebundene Ganztagsschulen an den Grundschulen, sondern er will ein Bildungs- und Betreuungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe, Herr Kollege Degen. Und ein Betreuungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit dem, was die Schulen und was das Land macht, gibt es in Hessen. Und das heißt Pakt für den Nachmittag, Herr Kollege Degen. Also versucht, die eigene Position unbemerkt zu korrigieren. Wir haben es gemerkt, Sie wurden erwischt. Selten wurde ein Setzpunkt so versenkt wie Ihrer. Vielen Dank, Kollege Wagner. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Er hat vorgeschlagen, den Antrag im Fachausschuss zu überweisen. Nein, ich habe dir nur gesagt, es wird vorgeschlagen. Wir können auch abstimmen. Ja, hier steht Überweisungsvorschlag. Streiten wir uns doch nicht um uns. Also stimmen wir ab. Ach gut. Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Ganztagsschulausbau vorantreiben, Rechtsanspruch umsetzen, 196749. Wer stimmt zu? Das ist die SPD, die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, wer enthält sich? Die FDP. Dann ist der Antrag abgelehnt.